Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Mein Project TV. Thema heute: Delikte im Internet. Ich sage Hallo zu meinen beiden Gästen, Herrn Prof. Dr. Georg Rainer Hofmann von der Hochschule in Aschaffenburg und ebenfalls von der Hochschule in Aschaffenburg, Herrn Ernst Schulten. Schön, dass Sie beide hier sind. Wenn Sie sich denken, Mensch, hätte ich mal lieber früher meine Daten auf eine externe Festplatte gespeichert, dann ist es oftmals schon zu spät. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Dann ist ein riesengroßer Schaden entstanden. Bilder, Videos, Dokumente, Verträge, alles weg. Tja, so geht's Ihnen, wenn Sie von einem Hacker angegriffen worden sind. Kürzlich genauso passiert bei uns in der Politik. Und deshalb die brandaktuelle Frage an Sie, Herr Schulten. Sie beschäftigen sich schon seit vielen, vielen Jahren mit Delikten im Internet. Hat Sie der aktuelle Datenskandal rund um das Bloßstellen unserer Politiker überrascht? Leider nein. In der Vergangenheit war es ja auch schon so, dass Personen oder Einrichtungen entsprechend mit Angriffen übersät worden sind. Und die zunehmende Digitalisierung wird natürlich auch in Zukunft dazu führen, dass solche Themen eher zur Tagesordnung gehören. In der Tat, man muss natürlich auch erstmal schauen, ob es sich wirklich um einen Skandal handelt. Denn was wir derzeit wissen, es ist ein junger hessischer Schüler dort verdächtigt, schlicht und ergreifend in einer sehr kleinteiligen Arbeit verschiedene, teilweise auch öffentlich stehende Informationen zu einem Gesamtbild, zu einem Puzzle zusammenzusetzen und diese dann entsprechend halt zu veröffentlichen. Also das heißt, da wird man noch mal sehen müssen, was mir bekannt ist zumindest, hat auch der Nutzer keine besonders hohen Computerkenntnisse gehabt. Herr Professor Hofmann, wie kann man dagegen steuern? Gibt es da Möglichkeiten? Passwörter müssen bedacht werden. Zunächst einmal, man vermeide einfache Passwörter. Leider Gottes haben viele noch triviale Dinge, Vornamen, einfache 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tastenkombinationen, die natürlich sehr, sehr leicht erraten werden können. Dann, man benutze verschiedene Passwörter. Es ist eine Sache, ein Passwort zu benutzen, um damit etwa eine Zeitung online zu lesen, eine völlig andere Sache, ein Passwort zu benutzen, um damit etwa Einkäufe zu tätigen. Da geht es ums Geld. Und eine dritte Geschichte ist natürlich das Sichern hochprivater Daten, etwa des E-Mail-Verkehrs. Und man sieht an diesen Kategorien, dass man sozusagen ein ganzes Portfolio von Passwörtern braucht. Der zweite wichtige Punkt ist, besser ist es, Passwörter nirgendwo hinzuschreiben und nirgendwo speichern zu lassen. Also wenn der Browser fragt, soll ich das Passwort speichern? Besser nein. Denn was macht die Maschine? Sie legt eine Liste an. Und jemand, der Zugang hat zu dieser Liste, kann selbstverständlich dann alle ihre Passwörter nett lesen. Und auf absehbare Zeit, in einigen Jahren, werden wir natürlich so etwas sehen wie Zwei-Wege-Authentifizierung. Das, was wir heute schon beim Online-Banking haben, das wird sich in vielen Bereichen wohl durchsetzen, wo es um die Sicherheit der Systeme geht. Wir brauchen eine Aufklärung. Und wir brauchen Virenschutz, auch für Ihre Systeme, wo Sie sagen, Sie haben einen Datenverlust gehabt. Und das ist sozusagen ein Prozess, den wir hier so langsam aber sicher ins Bewusstsein der Leute bringen müssen. Immer wieder wird die Preisgabe von Daten als Dienst an der Demokratie gewürdigt. Beispielsweise kamen nur so die Panama-Papiere und die damit verbundenen Briefkastenformen ans Licht. Freuen Sie sich darüber oder sehen Sie sich in Ihren Warnungen bestätigt, Herr Schulten? Und das Thema WikiLeaks und andere ist immer zweischneidig. Auf der einen Seite, klar, werden Informationen veröffentlicht, damit Juristereien ihre Anklage vorbereiten können. Auf der anderen Seite hat man aber auch das Problem, Offenlegung von möglicherweise personenbezogenen Daten. Thema öffentliche Vorverurteilung ist da ein ganz wichtiges Thema. Ein ganz wichtiger Aspekt, der es da zu berücksichtigen gilt. Grundsätzlich, um alles das zu vermeiden, würde ich halt empfehlen, wirklich auf die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet gänzlich zu verzichten, wenn möglich. Ich finde ein verrücktes Phänomen. Wieso sammeln dieselben Menschen Treuepunkte im Supermarkt, aber gleichzeitig werfen sie dem Staat Schnüffelei vor? Ja, beim Supermarkt weiß am Ende jeder, was kaufe ich ein, wie sind die Daten und, und. Ist es am Ende nur deshalb, weil man ein paar Cent mehr im Portemonnaie hat? Es sind die Cents zum einen, aber zum anderen ist es natürlich der generelle Zielkonflikt. Wenn Sie sowas haben wollen wie Bequemlichkeit beim Einkaufen, dann hinterlegen Sie Ihre Adresse, Sie hinterlegen Ihre Kontonummer, um die nicht immer wieder eingeben zu müssen. Sie haben so etwas wie etwa eine Lotterieteilnahme.
Da ist es schon besser, Sie geben Ihre Adresse bekannt, wo denn bitteschön der Gewinn hin überwiesen werden soll. Und ein ernsthafter Zielkonflikt ist das Problem Sicherheit versus Überwachung. Gerne sehen wir in U-Bahn-Stationen, diese Station ist videoüberwacht, aber selbstverständlich bedeutet es, dass man nachvollziehen kann, wer war wann wo. Und das geht natürlich zulasten der Privatsphäre. Und dieser Zielkonflikt ist in der Tat ein fundamentaler. Den kann man nicht wegdiskutieren. Ich schieße gleich die nächste Frage hinterher. Können Sie uns was zum wirtschaftlichen Schaden sagen? Der dürfte immens sein, aber die Dunkelziffer ist sehr hoch. Viele Betroffene, Datenklau, Datenverschlüsselung, Datengeiselnahme gegen Passwort- und Lösegeldzahlung. Diese Dinge werden nicht so oft angezeigt, sie werden nicht so oft ordentlich strafverfolgt. Wir sehen auch eine ganze Reihe von wirtschaftlichen Schäden durch neue technische Möglichkeiten. Also Onlinehandel unter Umgehung der Zollabgabe, Onlinehandel unter Umgehung der Einfuhrumsatzsteuer. Das sind Dinge, da arbeitet der Gesetzgeber zurzeit dran. Aber das Ganze ist eine sehr mühsame Sache und diese Delikte im Internet sind für die Täter ein sehr gutes Geschäft und die technischen Möglichkeiten erleichtern das sehr. Herr Schulten, Sie haben uns hier ein Gerät mitgebracht, viereckig. Was kann's? Das ist mein sogenannter WhatsApp-Tracker, Software aus dem Dark Web. Damit können Sie Chat-Sitzungen bei WhatsApp mitverfolgen. Zum Glück haben Sie meine Handynummer noch nicht. Ich persönlich würde mich als Durchschnittsnutzer bezeichnen im Netz. Ich gehe surfen, ich kaufe ein, ich nutze Social Media. Können Sie konkrete Beispiele nennen, wie das Datensammeln denn abläuft? Gut, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite haben Sie entweder schon Profile in sozialen Netzwerken. Dann werden natürlich auf Basis von alten Technologien, wie zum Beispiel Cookies oder der neueren, dem Browser Fingerprinting, werden Daten von Ihnen gespeichert. Und natürlich Ihrer Person direkt zugeordnet, weil Sie haben sich ja mit einem echten Namen registriert. Auf der anderen Seite ist es natürlich möglich, dass Sie bei keinem dieser sozialen Netzwerke sind. Denkbar. Dann haben Sie ein sogenanntes Schattenprofil, was von Ihnen sozusagen im Hintergrund schlummert und befüllt wird. Und wenn Sie sich dann irgendwann doch entscheiden, einem sozialen Netzwerk beizutreten, wird dieses schlummernde Profil dann zu einem echten Profil und dann Ihrer konkreten Person zugeordnet. Welche Auswirkungen kann das haben? Naja, beim Surfen zum Beispiel. Sie sind auf einer Nachrichtenseite unterwegs und Sie haben letzte Woche Rasenmäher gekauft, weil Sie danach schon früher gesucht haben. Dann kann es natürlich passieren, dass Sie jetzt beim Surfen auf der Nachrichtenseite, auf der rechten Seite plötzlich die passenden Gartenhandschuhe angezeigt bekommen. Denn es ist ja bekannt, wo Sie in der Vergangenheit gewesen sind. Wow, verrückt. Verrücktes Thema. Abschließende Frage an Sie. Herr Professor Hofmann, wie geht es denn weiter? Wagen Sie mal den Blick in die Zukunft. Sie wollen immer wissen, wie es weitergeht. Zunächst einmal, wir dürfen davon ausgehen, es wird durch neue Technologien auch neue Delikte geben. Einige Dinge, die wir heute sehen, waren in dieser Form vor einigen Jahren oder einigen Jahrzehnten noch völlig unbekannt. Ich habe das erwähnt. Früher war das Begehen einiger Delikte sehr viel teurer, als es heute ist mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Wir dürfen auch davon ausgehen, es wird quantitativ erhebliche Zunahmen geben. Also das, was wir als Hate Speech kennen. Da sehe ich mit großer Sorge, dass das sozusagen hemmungsfrei sich noch um einiges ausbreiten wird. Und wir haben gerade heute gesehen, dass die Durchdringung der Bevölkerung mit Online-Nutzern, das wird immer größer. Es werden immer mehr Leute, auch Senioren, die sich da engagieren. Und da sehe ich in der Tat einige Dinge, da werden wir sehen müssen, wie wir damit zurechtkommen. Es ist eine echte Querschnittsaufgabe, was Delikte angeht und die Prävention angeht. Und das ist eine echte Querschnittsaufgabe der Politik und der Erziehung. In der Politik bedeutet das, dass Digitalpolitik alle Ressorts angeht und nicht nur ein spezielles Digitalministerium. Alle sind betroffen. Und in der Erziehung bedeutet es, dass wir selbstverständlich eine gewisse Grundkompetenz, auch in der Vorsicht, in der Prävention, müssen wir allen Schülern beibringen. Und das ist nicht damit getan, dass wir den Schülern zunächst einmal Laptops und Tablets kaufen. Das wäre ja so, als wenn sie in der Suchtprävention jeder Klasse erstmal zwei Kisten Bier spendieren. Wir müssen sozusagen sehr direkt darüber reden, wo Gefahren liegen, wo Ausspähungspotenzial liegt, wie der mündige Umgang der Heranwachsenden mit den neuen Medien wohl zu gestalten ist. Und das ist eine Aufgabe, die wir in dieser kurzen Diskussion nicht abschließend beurteilen können. Da müssen wir dranbleiben. Tja, der Herr Hofmann, der spricht von Aufklärung,
Und Sie haben das passende Beispiel dafür dabei, ne? Ja, natürlich, klar. Schauen Sie mal hier. Ich habe hier mal die Puppe der ersten Generation mitgebracht. Früher war das noch ganz einfach, ne? Vollkommen passiv. Die hat den Frauen einfach nur, ich sage jetzt mal, ein negatives Körpergefühl vermittelt. Ne? Weil mit den Ausmaßen, ne, ist schwierig, das zu halten. Ich habe es auch mal als Foto mitgebracht, wie ein Mensch aussehen würde, wenn man ihn als Barbie machen könnte. Also tatsächlich links die Barbie, rechts die echte Körperproportion. Schon spannend, finden Sie nicht? Ja. Und dann die zweite Generation, die habe ich jetzt nicht dabei, die hat dann gesprochen. Die hat dann gesagt, sowas zum Beispiel wie, ja, Mathematik ist zu schwer, lass uns shoppen gehen, ne, sowas, ein bisschen animiert. Und die dritte Variante ist natürlich dann die zuhört, ne, in Audio und Video. Das ist dann die Kayla zum Beispiel, die dann ganz konkret auch die Geheimnisse des jungen Mädchens aufnimmt. Und die Daten, die werden dann an eine bestimmte Firma verkauft und die Eltern, die kaufen dann diese Daten wiederum. Und wenn das Mädchen wüsste, was da alles von ihr preisgegeben wird, ne, an die Eltern, das wäre natürlich fatal. Ja. Man muss natürlich einwenden, dieses Produkt ist in Europa, zumindest in Deutschland, illegal. Das heißt, wo kriegt man es her? Auf dem Darknet? Oh. Nö, in England kriegen sie es auf dem Hinterhof. Kein Problem. Und bis zum Brexit kann es eingefügt werden. Bis zum Brexit kommt das noch. Ja. Mein Project TV, Thema Delikte im Internet. Wir halten fest, noch viel, viel Arbeit vor uns in diesem Bereich. Das war's. Ich danke Ihnen für die spannenden Einblicke in dieses Thema. Danke Ihnen fürs Zusehen und wünsche eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.